Es war ein nieseliger Herbst- oder Frühjahrstag, mieses Wetter. Und wir drehten eine ganz schwere Szene und es war wunderbar. Und das Taxi kam, der Wagen, der uns zurückführte, und Albers setzte sich vorne neben dem Chauffeur hin und ich saß hinten. Und Albers sprach mit dem noch ein paar lustige Worte, so kumpelhaft, bla bla bla. Und dann begann er zu schlafen, weil es ja geregnet hat und weil es ja nun schlechtes Wetter war. Und er war ein müder Herr, ein müder alter Mann, und schlief dann diese 25 Minuten, die man brauchte, von Tempelhof zum Kudamm. Kaum sind wir in den Kudamm eingebogen, nieselte es immer noch, Albers aufgeschreckt, drehte das Fenster herunter und winkte. Und kein Mensch hat zurückgewinkt. Aber das war etwas Rührendes, das war keine Eitelkeit, das war etwas, was ich später auch bei Rühmann ähnlich entdeckt habe. Die Leute waren sich ihrer Verantwortung als bedeutende Persönlichkeiten bewusst und sie haben diesen Dienst abgeleistet. Es war keine dumme Eitelkeit, wie ich sie später leider bei Uwe Fischer erlebt habe. Das war eine Geste, die hat zum Habitus dieses Stars gehört, dieser bedeutenden Person. Und er hat gewunken und es hat ihn auch nicht geniert, dass niemand zurückgewunken hat. Er hat seine Pflicht erfüllt. Hat mich sehr beeindruckt.